Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu The Long Dark. So, das letzte Mal war ja der fast Kontakt mit dem Bären und der direkte Kontakt mit dem Wolf. Und ich habe halt überlegt, ob ich da nochmal hingehe. Also ich habe auf der Map habe ich gesehen, dass ich viel zu weit links gegangen bin. Also der Bär wird dort eingezeichnet und ich vermute, das ist, also so groß war das dann gar nicht, wie ich dachte. So, weil mich reizt das eigentlich mal zu schauen, ob dieses, was da so in diesen Kisten ist. So ist die Frage. Ich bin halt am Überlegen, wir haben jetzt noch weniger als eine Stunde Dunkelheit. Das ist eigentlich trockener Mund und so weiter. Okay, das ist kein Ding. Ob ich da nochmal hingehe, weil ich das gern sehen würde. Ich meine, wir haben es geschafft eigentlich. Eigentlich haben wir es geschafft. Und ja, naja, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, weil ich werde erstmal was trinken und was essen und dann schauen wir weiter. Trinken und achso, ich schau mal, was sind das? 800 und ich habe jetzt, gut, das könnte ich verkraften, den Fisch. Da sind wir voll, glaube ich. Genau, sehr schön. So. Ja. Genau, ich wollte das nämlich mal, es hieß ja, mit die Säge brauche ich und mit der kann ich das dann öffnen. Und das würde mich schon mal interessieren. So, ich habe jetzt, wie viele Pfeile im Bogen habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, eigentlich 5. Und eine Pfeilspitze, aber ich habe, glaube, was war das? Achso. Ich habe, glaube ich, keinen getrockneten. Nö, wird nichts. Ich dachte, es trocknet schneller hier. Ist wahrscheinlich zu kalt, ha? Naja, das muss ich ja alles wieder mitschleppen dann zurück. Na gut. So, dann machen wir Folgendes. Eigentlich eine Stunde Dunkelheit. Eigentlich, ich schau mal kurz vor die Tür. Wie sieht's denn da aus? Da läuft der Wolf. Ach ja, eigentlich nach der Map zu urteilen. Geht das Stückel da hinten lang, wo der, also hier, wo das hier so reingeht und dann eigentlich gleich da hoch. Und ich bin ja außen lang gegangen und viel zu weit. Ach, ich würde sagen, ich probiere das, ja? Ich probiere das. Minus 26 Grad ist natürlich ganz schön kalt. Ich werde dort mal. Ich werde diesen Arm lang gehen nochmal und mich dann rechts halten. Und dann müsste ich da eigentlich durchkommen. Gleich nächstes Mal rechts hoch und dann wieder rechts. Also immer rechts. So, jetzt natürlich die Frage mit diesem Wolf. Es macht an sich nichts. Achso, ich schaue nochmal kurz nach. Ich schaue nochmal kurz nach, weil ich hatte ja das letzte Mal von diesem Heilzeug doch eine Menge verbraucht. Ach je, da habe ich gar nichts weiter. Ich habe jetzt nur noch Schmerzmittel und dann nichts mehr zum Verbinden. Könnte man nicht eigentlich Binden herstellen aus Stoff oder so? Ich mach mal kurz die Tür zu, das ist mir zu laut. War das nicht so oder konnte ich die wirklich nur finden? Die Binden. Also ich kann die zwar optimieren, aber ich dächte, ich kann die herstellen, oder? Ach nee. Geht das hier? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Ich bilde mir das ein. Habe ich überhaupt noch Stoff übrig? Oh je, ich habe gar keinen Stoff mehr. Habe ich hier irgendwas, was ich zerlegen kann eigentlich? Nee, auch nicht. Gar nichts habe ich hier. Das Bett, das kann ich nur benutzen. Okay. Schade, das hätte mich jetzt interessiert, weil ich glaube, man kann dann so wie man andere Sachen jetzt sozusagen zerlegen kann. Ich habe aber auch nichts zum Zerlegen. Nee, das will ich alles haben. Genau. Na gut, okay. So. Ich habe jetzt mit Wasser habe ich jetzt 1, Liter. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das reicht eigentlich. So.
Wir machen das. Wir wagen es. Wir wagen es. Ich versuche es heute noch einmal. Also ich versuche es einmal noch. Achso, habe ich die Säge mit? Säge habe ich mit. Und wenn es klappt, ist gut. Und wenn es wieder nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann lasse ich es. Dann war es das hier. Dann verschwinden wir. Genau, so machen wir es. Hatte ich eigentlich in die Boote schon geguckt? Ja, hatte ich schon geschaut. Ist ja leer. Okay, so machen wir das heute. Ich check die Lage. Ich laufe dort das Stückchen hoch und dann gleich nach rechts abbiegen. So, mal sehen, ob wir den Wolf. Da ist er schon. Eigentlich haben wir jetzt, eigentlich kriegen wir Kontakt, würde ich sagen. So, wie ist das? Mitte. Spannen und entspannen. Oder ich versuche es mal da hinten an dem Felsen lang zu schleichen, mich da oben. Ich muss es ja nicht provozieren. Ich muss es ja nicht provozieren. Wobei, der scheint mich da schon bald zu sehen. Ha? Ich renne mal ein Stück. Hier sind Kolben, die lasse ich jetzt mal stehen. Ich habe mehr Glück. Hier lang, meinte ich. Hier lang. Geht das? Geht das? War ja noch ein zweiter, oder? Da hinten hoch würde ich. Da hinten hoch wollte ich. Ich renne jetzt mal die letzten Meter, die ich noch trennen kann. Da hoch und dann rechts. Also hier nicht. Die nächste. So hätte ich das eigentlich gedacht. Und da bin ich halt falsch linksrum da gegangen. Also ich weiß es nicht, ich vermute es. Naja, da bin ich gespannt. Und wenn nicht, dann wie gesagt, toll, bleib ich hier hängen. Also das können sie mal gerne ändern. Würde ich sehen, würde ich so finden bei diesem Spiel, dass man da an so einer kleinen Schneewehe hängen bleibt. So, jetzt bin ich gespannt. Mal hier oben irgendwas finden oder ob das wieder fehl ist. So, ich schau. Achso, das war nur windgeschützt. Okay, hier ist jetzt nix. Hier war ich aber auch noch nicht, oder? Bin ich dann doch hier lang gegangen? Ja, wir werden sehen. Das ist ein Stein. Nee, das ist kein Stein. Das ist ein Frack. Das ist das, ja? Dieses, was ich... Oh. Und da müsste doch hier irgendwo dann eine Höhle sein. Zumindest nach der Map. Also die Map ist schon... Ist okay zur groben Orientierung, aber... Aber... Ansonsten... Okay, hier ist keine Höhle. Gut. Vielleicht ist die noch weiter rum oder so. Also eingezeichnet ist sie ja. Ja, Wolf. Ja, guck mal, wo ich bin. Gehe ich hier hoch oder gehe ich nicht hoch? Ach, Quatsch. Mache ich nicht. Dann breche ich mir noch irgendwas. Komm, lauf. So, also gucken wir uns das jetzt an. Hier oben ist jetzt auch nichts an Tieren, das ist schön. Und wir schauen mal. Ich check noch mal kurz mal so ein bisschen ringsrum. Ob wir hier was finden, was rauskriegen aus den Kisten. Das sind doch die Kisten, oder? Karton, gut, das nicht. Die Kiste. So, ich nehme erstmal das Ding weg hier wieder. Ach so, nur auseinandernehmen. Aber das ist ja jetzt nicht gemeint mit der Kiste, die ich. Wo ich irgendwas Cooles drin finde. Das ist es hier, genau. Das ist es. Oh, cool. Na
Das hat sich doch wirklich gelohnt. Also, na gut, also das brauche ich hier nicht. 5 Dosenöffner. Ist doch vollkommen handy. 6 Dosenöffner. 7 Dosenöffner? Was soll denn das? Psst, Ruhe. 7 Dosenöffner. Alter, das ist lustig. Gucken wir mal hier rein. Das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Jetzt haben wir das gleiche mit Essen, ne? Na toll. Ich meine, das ist cool, ne? Das ist. I'm not sure I can carry much. 35. Okay, das ist mir egal. Jetzt ich check mal die 33 Kilo, was ich jetzt alles habe hier an Essen. Das war doch hier fett. Na gut, da haben wir das auch mal gesehen. Und Dosenöffner. Dosenöffner. Wo sind sie hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. 6 Stück habe ich nicht verzählt. Noch sowas. Okay, also ich würde sagen, da haben wir das auch gesehen heute. Naja, die werden dann noch tauber werden. Wir werden es in Ruhe wieder zurückgehen. Okay, das wollte ich wissen. Das war in Ordnung. Ich check trotzdem nochmal hier unten. Nochmal so kurz einen Blick runter. Und dann ist gut. Dann gehen wir zurück und dann verlassen wir das. Die anderen Sachen, ja. Ach, dort ist das Seil. Dort ist das Seil. Ich glaube, das, ja, da hinten, da. Ich glaube, ich sollte da vielleicht jetzt so halb erfroren nicht runtergehen. Ich werde jetzt einfach noch zurückgehen wieder in Ruhe und dann mir schönes Feuerchen machen und es mir gemütlich machen und eine coole Kondensmilch schlürfen, mit denen ich jetzt hier Tonnen habe. So, genau so machen wir das. Okay, also die Säge war okay. Das war ein guter Tipp, ansonsten hätte ich das ja gar nicht aufgekriegt. Da unten ist ein Hase, das interessiert mich jetzt auch. Ach, apropos, ich hatte doch noch gar nicht geschaut nach den Fallen. Okay. Ja klar, so, wo war das? Hier ging es runter, oder? Das muss ich doch mal machen, das muss ich heute noch machen. Wo hatte ich denn überhaupt hingestellt? Ging das hier runter? Ja. Wobei ich hier gar keine Fußspuren habe. So, jetzt muss ich natürlich mal. Ich bin schon wieder weg. Checken, wo der Wolf ist. Der Wolf ist jetzt weg. Wo hatte ich denn die? Ich hatte die doch da drüben. Das heißt, wenn ich hier rumgehe und runter, dann müsste ich doch eigentlich. Oder ich gehe dort rum. Naja, oje. Naja, gut, okay. Das ist doch, ja, die habe ich doch hier stehen. Oder hatte ich die eingesammelt wieder? Nee, ich hatte die stehen, dort wo ich die Jagd gemacht habe, genau. So, kann ich rennen? Ich renne mal ein bisschen. Beziehungsweise jetzt vielleicht noch nicht, erst wenn ich den dann sehe. Ja, ja, Risiko einer Unterkühlung, das macht jetzt nichts. Du kannst dich ruhig unterkühlen. Da ist der Wolf. Okay, da mache ich wieder außen lang. Hier, würde ich sagen. So. Langsam. Genau. Und dann war das doch da hinten. Da werde ich jetzt auch nochmal hingehen. Der? Nö, komm nicht her. Genau, und jetzt hier hoch. Hier lang. Und da müsste das doch stehen. Oder habe ich die eingesammelt? Nicht, das checke ich erstmal. Ich bin überhaupt nicht mehr sicher. Nicht, dass ich das hier mache. Nö. Das ist alles okay. Ja, 96%. Macht nichts. Alles kontrolliert. Kontrollierte Verletzung. So. Und jetzt eigentlich hier unten. Da sind die Hasen, aber da ist einer! Da ist einer drinne! Da ist er! Der andere nicht! Da ist er! Da ist er!
coole Sache. Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Genau. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie ich das mache. 94%. Wie viel ist das? Eine Stunde noch in der Kälte, mal sehen. Ich mache erstmal 20 Minuten, mal sehen, wie viel Prozent das sind. 90, 89, 88, 87, ach tschüss. Egal. Wenn es 50% ist, ist auch egal. So. Und dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir die wieder zu uns. Das ist okay. Und wir hauen dann ab morgen. Morgen hauen wir ab. Du hast Glück. Und jetzt gehen wir zurück und machen es uns gemütlich. 73%, das ist in Ordnung. Kann ich rennen? Ich renne noch ein bisschen die letzten Meter. Da bin ich dann noch müde. Und ja, das ist doch toll. Da haben wir sogar noch einen Hasen gefangen. Und wir haben die Kisten gefunden und geöffnet. Gut. Also die Karte ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Also ich hatte jetzt irgendwie die Entfernungen, die sind dann doch nicht so schlimm. Hier. Na gut. Das ist doch in Ordnung. So. Jetzt ist gut. So, Tür zu. Feuer machen. So, was nehmen wir? Tannenholz, Zedernholz. Zedernholz haben wir da genug. Das kann man ja voll rein brezeln. Das müsste ich alles mitschleppen. Das, andererseits brauche ich es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. So, Birkenrinde. 100% ist da. Ach nee, ich will das Buch ja nicht verbrennen. 85%. So. 69% schon. Schnell aufwärmen. Kann ich eigentlich jetzt? Nee, ich kann nicht jetzt anzeigen, wie kalt es ist. Nee, es geht nicht. Gut, dann werden wir... Achso, ja genau, zum Trocknen legen. Zum Trocknen legen natürlich. Nicht vergessen, zum Trocknen legen. Wir machen erstmal das Feuer an. 85%, das klappt. Genau. Und jetzt knabbert das Zedernholz rein. Alles gut. Und wir kochen das Fleisch, garen. So, genau, da wird es uns wieder besser. 70%. Ich muss mal schauen, was ich dagegen machen kann. Ich glaube, nur ausruhen. Das ist das Einzige. 3 Stunden, sehr schön. So, genau, einen heißen Kräutertee schlürft man. Ha, das ist doch nett. Ja, das ist nett. Hilft bitte gegen meine Halsschmerzen, gegen meinen Schnupfen. So, da gehen wir mal zurück. Schauen rein. Heißer Tee, da müsste doch eigentlich... Tee. Wo steht denn das? Kalt. Ach, da oben steht es. Kalt, 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 heiß, heiß. Trinken. So, jetzt schaue ich mir nochmal an, was hier rot ist. Erste Hilfe, was brauche ich unter Kühlung? Ich brauche... Ach so, okay, Temperatur steigt, das habe ich gemacht. Und ich kann das optimieren, wenn ich schlafe. Das mache ich jetzt aber nicht. Tasse Kräutertee habe ich schon gemacht. Ach so, und dann schlafen. Macht nichts. So. Gut, was hatte ich gesagt? Was ich nicht vergessen darf, ist wenigstens... diese Nacht noch das Zeug hier ablegen. Sehr gut. Naja. So, Achso, die sind 100%. Die kann ich wieder benutzen. Das ist natürlich schön. Kann ich eigentlich die reparieren? Ich kann die reparieren. Achso, das war das Werkzeug. Alles klar, hab ich wieder vergessen. Das mache ich dann, wenn ich unten angekommen bin im Bunker, denke ich. Da wird das werden alles. So, ich wärme mich mal. Wie viel Grad haben wir? 23 Grad, das ist eigentlich gut. 71%. Eigentlich könnte ich jetzt noch was essen. Und zwar von dem Fleisch.
Genau, und haben wir ja noch. Also das ist ja Wahnsinn. Also wir gehen, glaube ich, aus jeder Map mit Gewinn hervor, oder? Habe ich so das Gefühl. So. Stellen wir uns ans Feuer noch etwas. Wir haben jetzt noch 9 Stunden. Na gut. Das ist halt die Frage, wie ich das dann mache. Also, ich wäre vielleicht die 9 Stunden. Ich bin dann noch nicht mehr ganz müde. Die werde ich dann noch etwas verbringen das nächste Mal. Und dann, andererseits, nee, ich kann die 9 Stunden ja eigentlich benutzen dafür, dass ich das Zeug hin und her schleppe. Ist natürlich die Frage, wie das ist mit dem Klettern. Da sollte ich wahrscheinlich ausgeruht sein. Also wer da Plan hat, wer da eine Idee hat, ob ich da lieber doch ausgeruht sein sollte, der kann das ja mal mitteilen. Ansonsten esse ich jetzt erstmal noch dieses Stückchen hier, das Kilo. Müsste noch was übrig bleiben, oder? Bleibt noch was übrig? Nö, echt weg. Okay. Und dann hatte ich noch zu trinken. Hallo? Ist das Wasser alle gewesen? Ne, hier ist es. Gut. Gut, liebe Leute, da würde ich sagen, mir ist warm, alles gut, bisschen müde, das stört nicht. Ich werde dann wieder, wie gesagt, eine kurze Stunde schlafen zum Speichern. Und das nächste Mal fangen wir an, die Sachen, die ich unbedingt mitnehmen will. Ich meine, das Holz weiß ich nicht, ob ich das brauche. Das finde ich ja überall. Das kann ich ja da lassen. Wenn vielleicht mal wieder jemand hier langkommt, ein anderer, der kann das gleich benutzen. Mal sehen. Vielleicht nehme ich auch alles mit. Dann, genau, das machen wir das nächste Mal. Hin und her wandern. Okay, also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.